Wie viel Watt hat denn der Lautsprecher? Eine häufig gestellte Frage. Doch wie wichtig ist dieser Wert tatsächlich? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Audio Experts. Nach wie vor hält sich hartnäckig das Gerücht, die Leistung Watt habe bei einem Lautsprecher eine bedeutende Aussagekraft. Dabei besagt dieser Wert zunächst nur, was der Lautsprecher insgesamt an elektrischer Leistung aufnehmen und dabei in Schall und Wärme umwandeln kann. Die entscheidende Information dazu ist, dass HiFi-Lautsprecher maximal 2% der Leistung überhaupt in Schalldruck wandeln können. Die restlichen 98% heizen nur den Wohnraum. Im Grunde ist ein Lautsprecher mehr Heizung als Schallwandler. Es ist also eher wichtig zu wissen, wie viel der Leistung der Lautsprecher in Schalldruck umwandelt. Achtet also auf Watt nur in Verbindung mit der Angabe dBSPL, bei einem Watt in einem Meter Abstand. Denn je höher dieser Wert ist, desto weniger Leistung brauche ich für eine gewünschte Lautstärke. Ihr könnt euch dazu auch die 5. Folge von Audio Experts anschauen und mehr über das Thema Lautstärke und Dezibel erfahren. Besonders kritisch ist die Angabe Watt auch im Tieftonbereich. Hier limitiert praktisch immer der größtmögliche Hub und die Membranfläche der Tieftöner, wie viel Watt Eingangsleistung der Lautsprecher verarbeiten kann. Ein durchschnittlicher HiFi-Lautsprecher kann oft schon 20 Watt im Tieftonbereich nicht mehr sauber verarbeiten. Von einem Regallautsprecher ganz zu schweigen. Dramatisch wird es, wenn ihr einen kleinen Verstärker maximal aufdreht. Dann produziert er so enorme Verzerrungen, dass dem Hochtonbereich viel zu viel Leistung zugeführt wird und der Hochtöner verbrennt einfach. Ihr könnt mit Leichtigkeit auf diese Weise mit einem 50 Watt Verstärker einen 500 Watt Lautsprecher zerstören. Habt ihr das bereits gewusst oder habt ihr immer großen Wert auf die Wattangabe beim Kauf eurer Lautsprecher gelegt? Und falls euch schon mal ein Lautsprecher durchgebrannt ist, dann teilt eure Erfahrung gerne mit unseren HiFi-Freunden. Also, bis bald!